Hallo und willkommen zurück zu Let's Play The Secret of Monkey Island. Und ich würde mal sagen, wir verlassen diesen Ort hier, weil es wird langsam deprimierend hier. Oh Gott, diese ganzen Gitterstäbe und so. So, wir gehen also hier mal weiter. Und was haben wir hier? Na, da haben wir hier eine Villa anscheinend. Haus der Gouverneurin. Ha, das sagt schon alles. Jo. Oh, tödliche Piranha-Pudel. Oh mein Gott. Gehen wir mal rüber. An die Biester gehe ich nicht näher ran. So, muss man kurz umsetzen. So, wir haben ja von Otis was erfahren und zwar ist diese gelbe Blume so eine Art Schlafmittel für diese Hunde. Deswegen würde ich mal sagen, wir benutzen das mit dem Fleischeintopf. Vergiftetes Fleisch, das sagt schon alles aus. Sieht wie eine fleischartige Masse aus. Naja, okay. Schmeißen wir das Ding mal zu den Hunden rüber. Ja, guten Appetit. Sehr wichtig. Wichtiger Hinweis: Diese Hunde sind nicht tot, sie schlafen. Bei der Programmierung dieses Spieles wurden keine Tiere gequält. Sehr schön. Also, das finde ich sehr toll, dass sie das so reingeschrieben haben. Ich denke, es ist auch deswegen auch wichtig gewesen, weil sonst irgendwie die Tierschützer und so weiter sonst auf die Barrikaden gegangen wären. Ja, so, wir können sie nochmal anschauen. Sie schlafen friedlich, sehr genau. Also liebe Tierschützer, also Tierliebhaber und so, keine Angst, die Tiere schlafen hier. Diese Spielfigürchen hier, wollte ich mal sagen. Sind zwar keine echten Hunde, aber so. So prachtvoll sieht also der Innenraum dieses Gebäudes aus. Sehr schön. Und was haben wir hier? Ein paar Bücher. Mal gucken. Keine Zeit zum Lesen. Na gut. So, mal gucken. Wir nehmen mal hier die schöne Vase mit. Was ist das? Eine unbezahlbare Ming. Ha, okay. Was haben wir hier? Ich erkenne den Mann nicht, aber den Hund habe ich in der Bar gesehen. Okay. Das hatte ich noch gar nicht so in Erinnerung gehabt, dass das vielleicht wahrscheinlich der Hund von dem Gouverneur war, also von dem Vater von Elaine Marley vermutlich. Naja, okay, aber gut. Das soll uns nicht weiter beschäftigen, machen wir weiter. Sieht aus wie ein Job für Fester Scheintop. Job, Scheintop. Ihr wisst schon, ne? Komm her, du Sau. Ich lasse mal lieber hier stehen. Die lasse ich lieber hier. Oh, ist das laut. Oh. Ah. Hilfe! Ah. Was willst du von mir? Ah. Komm her, du Bimmel! Hypnotisier, eigenwilliges Nashorn. Sehr gut. Hui. Ah. Nein! Nicht den roten Knopf! Autsch. Mach das nicht nochmal! Schau an, gefährliches Lama. Es ist ein großes, hässliches Lama mit Wachslippen. Drücke. Wahnsinnig gefährliches Lama. Ich kann es nicht bewegen. Ziehe. Wahnsinnig gefährliches Lama. Ich kann es nicht bewegen. Wie häufig soll ich das denn noch sagen? Nimm. Heftklammerentferner. Benutze. Heftklammerentferner auf wahnsinnig gefährliches Lama. Was gar nicht mehr so richtig reinpasst. Gehe zu Büchern. Okay. Ich mache hier übrigens gar nichts. Also, nimm Buch der Witze. Das werde ich gebrauchen. Und das werde ich brauchen. Ich muss wahnsinnig sein. So, nimm Wachslippen. Oh Gott, nicht du schon wieder. Ah, Hilfe! Maulwürfe. Nimm Nagetierspray. Benutze Nagetierspray mit Maulwurf. Benutze Nagetierspray mit noch ein Maulwurf. Benutze Nagetierspray mit Maulwurfherde. Benutze Nagetierspray mit witziger kleiner Mann. Was? Schau an, sagenhaftes Idol. Das ist ja wunderschön. Öffne Schloss. Ich kriege es nicht auf. Oh. Nimm schwerer Stuhl. Benutze schwerer Stuhl mit Sheriff.
Doc, boah. Oh, ouch. Das sollte ihn eine Weile aufhalten. So, wenn ich nur eine Feile hätte, käme ich an das Idol. Jo, soweit dazu. Dann wollen wir doch mal eine Feile suchen, ne? Du, 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 du. Du, du, du. So, und dann gehen wir doch wieder ins Gefängnis, wohl übel. So, hallo Otis. Ich sagte doch, mehr fällt mir nicht ein. Entschuldigung, ich hoffe, ihr habt das nicht gehört. Nagetispray an Gefangenen. Hey, das könnte bei den Ratten helfen. Danke, Mann. Hier ist der Kuchen. Ich mag ihn überhaupt nicht. Er ist also der Käsekuchen von seiner Tante Tilly. Der ist schwer. Okay, warum ist der schwer? Das ist die große Frage. Öffne. Da ist eine Feile drin. Könnten wir das mal benutzen mit dem Schloss? Ich sollte sie nicht abnutzen, bis ich das Idol habe. Ach, du bist echt einer. Na gut, dann lass ihn mal drin. Ja, ich meine, das Idol ist auch wichtiger, ne? Ja, will ja auch Pirat werden. So. Sorry, Otis, aber das hättest du vorher erkennen müssen, dass eine Feile drin ist. Ich meine, wenn es schon so schwer ist. So. Gehen wir wieder in die Villa rein. Hallo. So. Diese Tür scheint verschlossen zu sein. Okay, dann müssen wir. Ah, wahrscheinlich müssen wir da wieder rein. Ich habe die Pfeile. Ich dachte, ich hätte dich ausgeschaltet. Benutze Buch der Witze mit Reißwolf. Witziges Konfetti, schön. Gib witziges Konfetti an schwer bewaffnete Clown. Hui! Oh nein, oh, was willst du von mir? Nein, ich hab dir ja nichts Böses getan. Wirf Wachslippen in Feuer. Nein, lass mich los. Benutze Pfeile auf Nashornfußnägel. Schön. Benutze Pfeile auf Schloss. Nimm sagenhaftes Idol. Ich muss hier schnell raus. Lass mich in Ruhe. Ah! Sorry. Aua, das war knapp. Aber immerhin habe ich das Idol. Aber ich bin noch nicht mit dir fertig, Börschchen. Oh. Dachtest wohl, du könntest ungeschoren mit dem Idol der vielen Hände abhauen, was? Sehen Sie, ich kann das erklären. Ich auch. Du hast die Pudel vergiftet. Die schlafen doch nur, verdammt. Da gab es doch diesen Text dazu. Wer ist hier eingebrochen? Die Tür war nicht verschlossen. Jeder konnte rein. Und hast einen der wertvollsten Kunstgegenstände gestohlen. Nein, nein, es war alles ganz anders, ist klar. Oh, wirklich. Nun dann mal raus mit deiner Erklärung. Okay. Oh, Entschuldigung, ich bin irgendwie gegen das Mikro gekommen. Das sollte eigentlich nicht so sein. Ich wollte das nur kurz ausleihen. Aber das finde ich immer noch am besten. Das gehört in einem Museum. Ha. Was geht hier vor? Ich habe diesen Halunken mit ihrem Idol geschnappt, Gouverneurin. Er sagt, es gehört in ein Museum. Ha. Und verkauft diese schönen Lederjacken. Da hat er recht. Was? Du hast richtig gehört, Fester. Was mir viel mehr Sorgen macht, wie kam der hier rein, während du Wache geschoben hast? Hau schon ab, Fester. Ich regle das hier. Ich kümmere mich später um dich. Entschuldige ihn. Er ist noch neu. Ich bin Gouverneurin Marley. Gouverneurin Elaine Marley. Aha, das gehört also in ein Museum, wie? Ah ja. Nun ja, entspanne dich, Guybrush Threepwood. Ich weiß, warum du hier bist und ich kenne deinen Namen. Glaube mir, du bist nicht der Erste, der es hier versucht. Obwohl ich sagen muss, dass bisher keiner so weit gekommen ist.
Ja, mein Späher hat mir von deiner Ankunft berichtet. Ich wollte dich treffen, seit ich deinen faszinierenden Namen gehört habe. Sag mir, Guybrush, warum willst du ein Pirat werden? Du siehst nicht wie einer aus. Dein Gesicht ist zu süß. Oh, guck mal das Gesicht hier. Ich verstehe. Nun, offensichtlich bist du nicht in der Stimmung für eine kleine Plauderei. Ich nehme an, du hast zu viele aufregende Dinge zu tun. Ich werde Ihnen keine Zeit mehr stehlen, Mr. Sweepwood. Wenn ich doch nur mit Frauen reden könnte. Ja. Sehr, sehr traurig das Ganze, aber naja. Gut, dann wollen wir mal die Tür öffnen. Oh! Wohin willst du denn damit hin? Sweepwork. Übrigens sagt er immer wieder, statt Sweepwork sagt er auch was anderes, außer natürlich Sweepwood. Zufallsgeneriert, sehr schön. Wollte ich, by the way, so erwähnen. Es ist noch nicht zu spät, um Freunde zu werden. Bitte glaub mir doch. Ja. Es ist auch noch nicht zu spät, dich umzubringen und noch vor der Sperrstunde in die Bar zu kommen. Gib mir dein Schwert. Oha. Das ist das Ende, du kleiner nichtsnutziger Niemand. Die Tage, in denen du Ärger auf Mealy Island gemacht hast, sind vorbei. Meine Pläne für die Gouverneurin sind viel zu wichtig und viel zu weit fortgeschritten, um mein Möchtegern Piraten wie dich im Wege zu haben. Leb wohl, Mr. Spycake oder Dropface oder wie dieser blöde Name auch war. Putsch! Nein! Im Nachhinein betrachtet könnte das noch ein ganz guter Tag werden. Jo. Ja, Leute, das ist natürlich jetzt blöd gelaufen für den jungen Guybrush Threepwood. Jo. In dem Fall würde ich mal einfach vorschlagen, ich speichere mal ganz kurz. Hat natürlich einen bestimmten Grund. Ich habe ja schon bereits mal erwähnt, dass man in diesem Spiel einmal sterben kann. Inwiefern werdet ihr gleich zu Gesicht bekommen? Bis gleich. Hallo Nick, ich habe gerade ein Gewaltverbrechen begangen. Hat das etwa was mit diesem großen Messer da zu tun? Genau. Was sollte ich damit tun? Du solltest es schnell loswerden. Ich werde es hier ins Wasser schmeißen. Nein, tu das nicht. Warum nicht? Ich muss den Beweis vernichten. Es könnte ans Land gespült werden. Was kümmert mich das? Da sind keine Fingerabdrücke und sowas drauf. Ich werf's rein. Nein, vielleicht brauche ich es nochmal. Bis demnächst. Ja, bis dann. Nö. Ciao, Iwawi. Langsam geht mir aber die Luft aus. Ja, das war's wohl mit dem guten alten Guybrush Sweepwood. Ja, er ist von uns gegangen, der arme Kerl. Der wird sich wohl über jetzt LeShacs Armee anschließen müssen. Ja, also das ist zumindest die einzige Möglichkeit, in diesem Spiel sterben zu können. Wir können hier mal kurz rumprobieren. Schaukle, starre, nö, Hilfe. Jetzt kriegst du das Idol nicht mehr. Quell auf, schwebe und verwese. Sehr schön. Ja, das wollte ich euch einmal mal zeigen, damit ihr Bescheid wisst, wie man in diesem Spiel sterben kann.
So, aber wir wollen natürlich jetzt nochmal weitermachen, ganz kurz. Und zwar könnten wir jetzt alles Mögliche nehmen, was hier rumsteht. Nimm rostiges Messer zum Beispiel. Da komme ich nicht von hier ran. Ja, oder die Metallsäge. Genauso. Und wir könnten immer und immer so weitermachen. Jetzt die große Preisfrage an diejenigen, die das Spiel nicht kennen. Was glaubt ihr, wäre die Lösung dieses Rätsels? Ich gebe euch ein paar Sekunden mal Zeit. Der Guybrush hat ja noch genug Luft. Der kann ja 10 Minuten lang die Luft anhalten. Ja, also das Rätsels Lösung ist eigentlich ganz simpel. Und zwar müssen wir das Idol einfach nur einstecken. So. Ich glaube, ich brauche ein Schwert. Ja, könnte sein, Guybrush. Das hier sollte ausreichen. So. Nun, das war ja gar nicht so schwer. Nun muss ich lediglich das dumme Idol zu den Piraten bringen und. Du lebst, Gouverneurin. Hey, du kannst ja reden. Wer hätte das gedacht? Was tun Sie hier? Wollten Sie die Arbeit beenden? Nein, ich kam hierher, um dein Leben zu retten. Fester handelte gegen meinen Befehl, als er dich da reingeworfen hat. Sie sind gekommen, um mich zu retten? Wirklich? Ich dachte, sie mögen mich gar nicht. Ich dachte, sie wollten mich auch töten. Nun, unser erstes Zusammentreffen war etwas seltsam. Du scheinst Schwierigkeiten zu haben, ganze Sätze zu formulieren. Aber das haben die meisten meiner Bürger, mal abgesehen davon. Aber ich bin keiner ihrer Bürger. Ich bin nur ein Niemand, ein Herumtreiber, ein Möchtegern-Pirat. Wen hätte es gekümmert, wenn ich da unten ertrunken wäre? Es hätte mich gekümmert, Guybrush. Oh, Gouverneurin. Oh, Threepwood. Oh, Elaine. Oh, Guybrush. Schnuckelchen. Zuckerkeks. Mausezähnchen. Honighäschen. Küss mich. Mit alter Rechtschreibung. Nein, wir dürfen nicht. Was? Nicht hier, wo uns die anderen sehen können. Warum? Schämst du dich mit mir? Nein, nein, das ist es nicht. Absolut nicht, nein. Es haben mir nur schon so viele Piratenanträge gemacht. Und um keinen zu verletzen, habe ich ihnen immer gesagt, dass ich meinen Vater versprechen musste, mich niemals mit einem Piraten zu verlieben und so. Wenn sie uns gemeinsam sehen, wissen sie, dass ich gelogen habe. Verstehst du das? Okay, gehen wir zu dir oder zu mir? Gern. Zu mir natürlich. Aber beende die 3 Prüfungen vorher, okay? Ich möchte, dass du mir dann deine volle Aufmerksamkeit widmest. Aber ich habe auf einmal dieses Verlangen, die 3 Prüfungen zu beenden. Schleunigst. Ja, das werden wir auch tun. Aber nicht jetzt, nicht in dieser Folge mehr. Das werden wir noch in der nächsten Folge machen. Ja, dann würde ich mal sagen, ich mache hier einen Cut und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.